Ah ja. Hallo, dies ist RimWorld. Das ist ein Spiel, wo man quasi mit mehreren Leuten auf einem Planeten abstürzt und dann Weichen stellen muss, dass die Kolonie überlebt. Und ich habe hier ein spezielles Szenario generiert, in dem die Schläferz-Besatzung nach einem Besäufnis, das durch einen Schläferz ausgelöst wurde, auf einem Planeten abgestürzt ist und jetzt ums Überleben kämpfen muss. Wir haben hier schon eine kleine Basis gebaut. Da sehen wir hier zum Beispiel, das ist der Raum mit der Küche und dem Esszimmer. Hier ist ein kleiner Labortisch, wo neue Erfindungen erforscht werden können. Das hier sind Felswände, das hier war mal ein Berg. Und wir haben das erweitert mit Holzwänden. Hier ist eine Schlachtbank für, wenn man Tiere essen möchte. Und hier ist ein befeuerbarer Herd, mit dem man Essen kochen kann. Dann sind hier so die Schlafzimmer. Das ist Markus und Nunus Schlafzimmer. Das hier ist so ein Gemeinschaftsraum. Die grünen Betten sind normale Schlafbetten für Leute und die blauen Betten sind medizinische. Die haben keinen wirklichen Unterschied. Das ist eigentlich nur, dass man weiß hier, wenn kranke Leute gibt, dann sollen die bevorzugt hier behandelt werden. Das ist mein Zimmer, das ist noch ein bisschen spärlich. Und hier haben wir unseren Fernsehraum, den ich neu fertiggestellt habe, mit leider noch sehr harten Holzstühlen und einem Röhrenbildschirm. Das ist alles, was wir momentan herstellen können. Übrigens, danke Carsten. Carsten hat an diesem Labortisch den Röhrenfernseher neu erfunden. Ja, dann gibt es draußen, bauen wir Nahrung an. Hier haben wir Reis, das ist normalerweise komplizierter, als es hier aussieht. Hier haben wir Kartoffeln, Mais, Baumwolle, die nicht zum Essen ist, sondern damit man im Winter warme Sachen anziehen kann, was bisher haben wir noch nichts wirklich fertigstellen können, obwohl schon Dezember ist. Und hier haben wir Heilwurzeln, die auch erst noch Früchte tragen müssen. Hier haben wir Heugras angepflanzt für die Tiere, weil wir haben zwei Pferde, zwei Alpakas, eine Hirschkuh namens Päter. Und wir hatten dieses Nashorn namens Kalki, aber das ist leider mittlerweile wieder ausgewildert, weil keiner wusste, was macht man so recht mit einem Nashorn. Dann kriegen wir hier unseren Strom her aus diesen vier Solarpanelen und diesen zwei Windrädern. Man kann auch andere Sachen bauen. Hier gibt es zum Beispiel Holzfeuergeneratoren, aber das schien mir alles nicht so sonderlich effizient. Ja, das ist unsere Kühlkammer hier. Hier wird das Essen aufbewahrt. Diese rechteckigen Spiegeleier sind einfache Essen, die hier gelagert werden. Dann sowas wie das hier, das sind die Heilkräuter. Hier ist noch Medizin, die wir mit dem Absturz mitbekommen haben. Und hier sind andere Rohstoffe wie Silber und der Baumwollstoff, den wir im ersten Jahr geerntet haben. Ja. So, und wie dieses Spiel hier funktioniert, also man hat die verschiedenen Leute, wie hier Carsten zum Beispiel. Männlich, Alter 30, Repetiergewehr, ruht sich aus. Oder hier Heiko, männlich, Alter 43, inspiriert Schießrausch, ausgerüstet Revolver, entfernt Dreck. Der, das ist mein Leben. Und man kann denen nicht wirklich direkt Befehle geben, sondern es gibt hier so eine quasi so ein Arbeitsroster, wo man einstellt, wer was machen soll und was wie dringend sein soll. Zum Beispiel stehen alle auf Feuerwehr, das heißt, wenn es wo brennt, rennen alle sofort hin, versuchen zu löschen. Alle stehen auf Patient, das heißt, wenn einer schlimm krank ist, dann geht er sofort auf die Krankenstation, da wo wir die zwei Betten haben und lässt sich behandeln. Arzt versuchen auch alle, es kann nur Nuno wirklich gut hier, aber was ist, wenn sie krank wird? Dann muss sie sich von Carsten oder Markus pflegen lassen. Und Kerstin und ich können das nicht so gut, darum hat das hier eine geringere Priorität. Ja, dann gibt es so Sachen wie Aufsehen, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn die Kolonie angegriffen wird, dann kann man das,
bekämpfen und man hat die Möglichkeit, die Gegner, die einen angreifen, dann gefangen zu nehmen. Und das hier ist quasi, wenn man Gefangene hat, dann sind die Aufseher im Gefängnis. Dann gibt es sowas wie Tierpflege, das ist nicht so hoch eingestellt. Das könnte erklären, warum das Nashorn wieder ausgewildert ist. Dann gibt es hier einige Leute, die Kochen haben. Dann gibt es Jagen. Ja, bauen, das ist hier so, die Wände und die Möbel hinstellen. Und so weiter und so fort. Und das sucht sich, der Computer entscheidet pro Person in jedem Moment, was wer am dringendsten machen soll. Man kann auch noch, nee, hier nicht, wo war das? Beschränkung hier. Man kann auch noch quasi sowas wie einen Stundenplan machen, dass man sagt, hier, ihr sollt alle zwischen 6 Uhr und 10 Uhr sollt ihr arbeiten. Dann kann man das hier anmalen. Und um 11 Uhr sollt euch entspannen und dann danach wieder arbeiten. Aber das meistens lasse ich das alles leer. Dann können die Leute arbeiten und schlafen, wann sie wollen. Dann sind sie meist zufriedener. Ja, was gibt's hier noch? Hier ist eine Übersicht über unsere Tiere, die beiden Pferde, die Hirschkuh und die beiden Alpakas. Hier ist Wildtiere, das sind Tiere, die auf dem Rest der Karte sind. Hier sehen wir zum Beispiel unser Nashorn Kalki. Na, könnten wir da rauf zu und das entweder versuchen nochmal zu zähmen. Ah, nee, das nicht. Das ist eine Boomratte. Das ist eine Ratte, die explodiert, wenn man auf sie schießt. Die gibt's hier. Okay. So, wie wir sehen, haben wir eben eine Nachricht bekommen, dass wir hier Zähmung 7 brauchen, beziehungsweise 9. Und Nono kann das bisher am besten und sie kann das nur auf 4 hier. Hier sieht man die Fähigkeiten, die jeder Einzelne hat. So. Hier gibt es so verschiedene Wesensmerkmale. Nono hat starkes Immunsystem, ist freundlich und Optimist. Ja. Zack. Ja, und das kann man dann jetzt so laufen lassen, dann passieren Dinge. Oh ja, das hatte ich vergessen. Carsten und Kerstin haben geheiratet, wie auch immer das passiert ist. War nicht meine Idee, hat der Computer gemacht. Wir haben leider kein Foto von der Hochzeit, aber was wir haben, ist Kerstin hat dieses Bett geschnitzt und Kerstin hat, weil das ein exzellentes Doppelbett ist, hat sie Kunst reingeschnitzt und die können wir uns mal angucken, beziehungsweise wir können uns eine prosaische Beschreibung derselben angucken. Ein verängstigter Imp heißt das Werk. Eine Gravierung auf diesem Möbelstück ist geformt wie ein Bildnis von Carsten Stiefel, wie er mit nur wenigen sichtbaren Kleidungsstücken Händchen mit Kerstin Gips hält. Carsten pustet Kerstin leicht ins Ohr. Diese Porträtierung berichtet von dem Ereignis am 10. August 5500, als Carsten und Kerstin ein Liebespaar wurden. Das ist jetzt sehr gegenständlich. Das ist nicht immer sehr gegenständlich, wenn hier Kunst in den Möbeln eingebracht ist. Hier zum Beispiel die Stühle, da waren auch einige exzellent. Hier kann man zum Beispiel oh, ich sehe gerade, Markus hat nur das Nachnamen angenommen. Okay, warum nicht? Hier sieht man einen Stuhl, den Markus geschnitzt hat. Dieses Möbelstück enthält Abbildungen von einem von Quadraten umgebender. Was? Dieses Möbelstück enthält Abbildungen von einem von Quadraten umgebenden Kegel. Ein Becken im Hintergrund scheint Grausamkeit auszudrücken. Am Rand des Bildes sind einige Komiker, was zusätzlich zu dieser Szene passiert. Wie gesagt, Bett sehr gegenständlich, Stuhl eher nicht. Dann haben wir hier nochmal einen anderen Stuhl, auch von Markus. Eine Inschrift auf diesem Möbelstück handelt von einem monströsen gelben Feuerball, der auf den Boden fällt und eine Wolke aus Asche erzeugt. Markus schaut schockiert zu. 9 Pilze sind im Hintergrund zu sehen. Der unoriginelle Stil der zentralen Szene widerspricht der komplexen Darstellung des Hintergrundes. Diese Abbildung erzählt von dem Ereignis am 14. September 5500, als ein Meteorit in der Nähe von Markus' Stadt einschlug. Okay. Aber noch mehr hier. Oh ja, hier ist noch eins. Markus aus Schwarz. Eine Gravierung aus
auf diesem Möbelstück handelt von Markus Lind, wie er sich, während sich Wolken beim Ausatmen bilden, durch Schnee schleppt. 1000 gefrorene Antilopenkadaver liegen verstreut im Gebiet herum. Das ganze Bild ist aus einer sorgfältigen Zusammenstellung von 2 Zucchinis erstellt worden. Das Bild symbolisiert Umarmung. Diese Darstellung berichtet von dem Ereignis am 9. August 5500, als Markus eine Hypothermie bekam. Okay. So, haben wir hier noch irgendwas Exzellentes? Nee, die sind alle normal. Alles normal. Das Bett ist normal. Ist auch normal. Nee, alles normal. Okay, schade. Das ist immer sehr lustig, was hier als... Toll, mein Bett ist schlecht. Mein Bett ist das Einzige, was schlecht ist. Super. Sogar die beiden Freien hier sind normal. Okay, das werden wir jetzt mal ändern. So, jetzt mal das Bett hier hinstellen. Das wird mein neues Bett. Und das hier wird abgerissen, weil das ist Kacke. So, jetzt kann ich hier einstellen, dass das meins ist. Sonst sucht er sich ein freies Bett aus. Ja, Kerstin ist hier gerade in der Höhle zugange und baut Granit ab. Okay. Ja, hier kann man sich dann entweder neue Räume in den Berg hauen oder man baut an, indem man hier sagt, bau mal hier eine Wand hin. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Oh, ein Ereignis. Inspirierte Operation. Dank der guten Laune hat Nudo eine Eingebung. Die Wahrscheinlichkeit, bei ihrer nächsten Operation erfolgreich zu sein, ist doppelt so hoch. Trotzdem verbleibt eine kleine Chance zu versagen. Die Eingebung endet nach 8 Tagen oder wenn die Operation durchgeführt wurde. Das ist gut. So, das würde dann, nehmen wir mal an, irgendjemand, wie zum Beispiel Carsten hier, ach je, Carsten hier wird wieder von einer Gazelle angegriffen und hat eine blutige Wunde am Bein, wie das ja schon mal passiert ist, aber wie man hier sieht, er hat sich voll erholt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die blutige Wunde am Bein sich entzündet und dann kann es notwendig sein, dass das Bein amputiert werden muss und stattdessen hier so ein Stück Holz als Holzbein ans Knie gesetzt wird und das wäre eine Operation. Das könnte man hier sagen, zum Beispiel, zack, Operation, Aufgabe hinzufügen, implantiere Holzbein, wäre das dann hier. Das könnten wir jetzt machen, aber es macht keinen Sinn, weil sein Bein ist doch voll in Ordnung, deshalb machen wir das nicht. Wenn wir das in Auftrag gegeben haben, dann ist das wie so ein Arbeitsauftrag, das ist, wäre dann genau sowas wie, hier, ich stelle das Bett von da nach da und warte, dass das einer macht. Wäre dann auch so, da würde sich dann der am ehesten, also der Zeit hat und als Doktor markiert ist, der würde dann die Operation vornehmen. Und das würde dann hier auf diesen blauen Betten passieren, was momentan hygienisch eher ein Albtraum ist. Insofern toi toi toi, bis jetzt ist noch keine Operation nötig. Okay, dann wird es hier auch Tag und Nacht. So. Ja, und um diesen Fernseher hier, ups, Quest verfügbar. Ja, das gibt immer so Questen, die man angeboten bekommt, die man dann erfüllen kann oder es lassen kann. Eine mächtige Konstruktion läuft in 2,5 Tagen ab. Prätor Niketas Bringas, der Fraktion Land der Ewigkeit, ersucht dich, ein Denkmal zu errichten, um die Herrlichkeit seines großartigen Schiffes in alle Welt zu tragen. Das Denkmal hat eine Größe von 3x3 und benötigt folgende Ressourcen. Gesamtwert 38 Euro. Beliebige Ressource aus Metall, Holz, Stein und Stahl. Also ich könnte jetzt so eine Holzstatue bauen. Und dann innerhalb von 14 Tagen ein Denkmal erstellen. Kriege dann 5 königliche Gunst vom König der, keine Ahnung, Raumregion hier, in der der Planet liegt. Und dann muss es 15 Tage muss es stehen bleiben, sonst verliere ich Ruf. Aber ich kriege nicht wirklich was Gutes dafür, nur hier diese 5 königliche Gunst, was auch immer ich mir dafür kaufen kann. Aber dafür ist es ein relativ einfacher Auftrag, also machen wir das mal.
annehmen mit Markus, weil Markus ist der, der Sachen bauen kann. Kapseln eingetroffen. Denkmalmarkierung. Oha. Ach so, okay. Kann man jetzt, ach so, das kann man jetzt hier irgendwo hinbauen. Bauen wir das mal dahin. Und dann sagen wir Markus mal, das Bauen ist schon seine höchste Priorität. Gut. Dann wollen wir mal sehen. Alle schlafen noch, außer Carsten. Carsten ist Frühaufsteher. Was macht Carsten? Carsten läuft durch mein Zimmer und weckt mich. Und isst dann sein leckeres Spiegelei. Okay. Und geht weiter an den Forschungstisch. Was erforscht Carsten denn gerade? Geothermale Energie. Okay. So, Markus. Nee, 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 nee. Du sollst das scheiß Ding bauen hier. Okay, nur versucht, einen Truthahn zu zähmen. Ach, Kältewelle, scheiße. Kältewelle ist nicht gut. Das heißt, es wird sehr schnell sehr kalt jetzt. Und darum müssen wir mal dafür sorgen, dass alle Pflanzen, die aberntbar sind, oh Gott, hier ist noch gar nichts fertig, dass wir die mal ernten. Und dazu müssen wir, das ist glücklicherweise Waldarbeit. Die Ernte. Mal gucken, ob die das jetzt machen. Okay, Carsten sammelt Beeren und erntet Mais. Truthahn wurde erfolgreich von Nono gezähmt. Sehr schön. Ein Truthahn. Ein weiblicher Truthahn. Okay. Oha, Kartoffel, da passiert es nämlich. Maispflanze erfroren, Heugras erfroren. Jetzt geht uns die ganze Ernte ein hier, aber ein bisschen was konnten wir retten. Laufrausch, Kerstin. Sie wird die nächsten 8 Tage schneller laufen. Okay. Wie viel Essen haben wir hier? 79 Kartoffeln, 104 Reis. Ich denke mal, das werden Pfund oder Kilo oder so sein. Wir haben 240 Nahrung. Das reicht für eine Weile. Dem Denkmal fehlen Blaupausen. Okay, was sind für Blaupausen? Plakatiere Blaupausen. So, soll er jetzt mal aus Holz bauen. Gut. Ah, siehst du, da baut Markus das Denkmal. Und geht schlafen, bevor es fertig ist. Aber naja. So, warme Kleidung benötigt. Die würde man hier schneidern. Wir haben ja genug von dem Stoff hier. Und hier haben wir 9 mal Parkas machen. 9 mal brauchen wir eigentlich gar nicht. 5 reichen. Dann sollen wir nähen, bis 5 vorhanden sind. Und dann müssen wir gucken, wer schneidern kann. Schneidern kann. Also Carsten hat eine Passion dafür, kann das aber nicht so besonders gut. Kerstin und ich können das. Gehe ich mal auf Schneidern, weil momentan Waldarbeit und Feldarbeit ist ja eh nicht so viel. So, und da ich alles andere zu geringerer Priorität gemacht habe, was gerade dran ist, gehe ich auch direkt dahin und schneidere einen Parker. Schicker, glatter Lederparker.
schlechte Qualität. Aber Kerstin zieht sich den an. Meine Güte, das dauert ja ewig. Kannst du mal bitte... Kann nicht... Kein Weg. Ah. Gilt das jetzt als Denkmal? Ja, Grundbesitzer. Ah, Markus ist Grundbesitzer. Und Denkmal fertiggestellt. Du musst in den nächsten 15 Tagen darauf achten, dass es nicht zerstört wird, sonst wird die Fraktion darüber verärgert sein. Okay, also das ist als Denkmal, sieht jetzt nicht so toll aus, finde ich. Aber jetzt ist Markus Grundbesitzer. Oh, der zweite Parker ist fertig geworden. Der ist sogar gut. Und Markus hat sich den angezogen. Okay. Ja, hier sieht man Eisenvorkommen. Kannst du verschiedene Rohstoffe geben, die man abbauen kann. Hier ist zum Beispiel Gold. Golderz, was auch immer das sein soll. Hier ist Silber. Und hier ist Stahl. Na, wie man weiß, Gold und Stahl kann man im Bergbau fördern. Okay, ja, ich denke, das reicht auch erstmal für einen Überblick. Ne? Bin gespannt, was die Rabauken hier noch weiter... Oh, wer hat Hypothermie? Nunu hat Hypothermie. Leicht. Okay, wie warm ist es hier drin? 10 Grad, es geht eigentlich. Aber vielleicht sollten wir ein bisschen wärmer machen hier. So. Wird nicht wirklich wärmer. Ich glaube, ich muss einen neuen Ofen bauen hier. Im Fernsehraum und in meinem Schlafzimmer. Ungünstige Temperatur, ja. Na gut, wie gesagt, das reicht erstmal. Bis dann.